Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute Audi A4 B5 Avant von Mika. Er ist zu mir gekommen und wollte eigentlich nur einen kleinen Subwoofer in seinem Auto haben. Da habe ich gesagt, ist kein Problem, kriegen wir hin. In der Planung ist einiges schief gelaufen, also im positiven Sinne. Jetzt kriegt er einen 15er in einem Six Order. Jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht, was ist ein Six-Order Bandpassgehäuse? Der Grund, warum wir uns für diese Gehäuseart entschieden haben und was diese so besonders macht, das möchte ich euch jetzt gerne mal erklären. Warum wir uns für dieses Gehäuse entschieden haben, ist ganz einfach. Die Voraussetzung für ihn war, dass er ein Gehäuse haben möchte, was sehr gut performt, also sehr gut Musik wiedergeben kann und auch im Low-Bass-Bereich ein bisschen Wind erzeugt. Und das kriegt man nur hin, wenn man ein breitbandiges Gehäuse baut. Und da ist das Six-Order Bandpassgehäuse prädestiniert für. Man kann das auch mit einem ganz normalen Bassreflexgehäuse machen. Allerdings hat man dann das Problem, dass die mechanische Belastung des Woofers nach unten unter der Abstimmung sehr schnell zu hoch wird und dass eventuell die Spule anschlägt oder die Spiders reißen und. Da muss man dann hart einen Subsonic-Filter reinsetzen, dass der Woofer halt die zu tiefen Frequenzen nicht wiedergibt. Das umgehen wir einfach damit, dass wir ein Six-Order-Bandpassgehäuse bauen. Hier hinter mir seht ihr das jetzt. Das ist ein Six-Order-Bandpassgehäuse. Das kann man vereinfacht so darstellen, als wenn das zwei Bassreflexgehäuse wären. Wie man jetzt hier sieht, das hier ist die Schallwand, wo der Subwoofer drin hängt. Normalerweise hört ein Bassreflexgehäuse hier auf. Das heißt, hier oben wäre dicht und das hier wäre dann das Bassreflexrohr. Wir nennen es Port. Die Besonderheit bei einem Six-Order-Bandpassgehäuse ist, dass die Vorderseite bzw. die andere Seite des Subwoofers auch in einem Gehäuse drinsteckt und hier durch einen zweiten Port quasi in das erste Gehäuse reinspielt. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, man kann sich das quasi vorstellen wie zwei Bassreflexgehäuse. Hier in der Mitte ist das Gehäuse quasi geteilt. Man hat links ein Bassreflexgehäuse, was in das erste reinspielt und auf der rechten Seite ist das zweite Bassreflexgehäuse, was nach draußen spielt. Was hierbei ganz wichtig ist, sind diese Abstimmungen der Ports. Mit diesen Ports, also diese Bassreflexlöcher, definiert man die Abstimmung des Gehäuses. Hier, der Port ist deutlich kleiner, das ist die tiefe Abstimmung. Diese tiefe Abstimmung muss in die Kammer der hohen Abstimmung reinspielen. Ansonsten würde, wenn man das umgedreht bauen würde, das heißt hier der große Port rein, da der kleine Port rein, dann würde man die tiefen Frequenzen wieder rausfiltern, weil diese Ports quasi wie Filter agieren. Wie ich dieses Gehäuse gebaut habe, werde ich euch jetzt gleich einfach mal zeigen. Um das Thema Abstimmung mal aufzugreifen, weil ich weiß ja nicht, wie viele von euch da jetzt was von wissen. Wenn man jetzt theoretisch einen Subwoofer nehmen würde, der für geschlossene Gehäuse geeignet ist und den in ein geschlossenes Gehäuse baut und den dann im Auto spielen lässt, hat man keinen linearen Frequenzverlauf. Das Gehäuse ist bei einer gewissen Frequenz dann am lautesten. Da spricht man dann von Eigenresonanz. Lautsprecher haben halt diese Eigenschaft, dass die nicht linear spielen können und dass, wenn die Membran des Subwoofers in Eigenresonanz schwingt, der Output des Gehäuses am lautesten ist. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass halt einige Bassschläge extrem laut sind bei einer gewissen Frequenz und das nächste Lied, was man dann spielt, was bei einer etwas anderen Frequenz den Bassschlag hat, dass sich das deutlich leiser anfühlt. Um diesen etwas entgegenzuwirken, bauen wir halt ventilierte Gehäuse. Mit diesen Ports kann man die Resonanz des Gehäuses einstellen. Wenn man dann noch die Fahrzeugdaten mit einbezieht, sprich die Fahrzeugresonanz und den Druckkammereffekt, kann man das sehr musikalisch bauen. Die Eigenresonanz des Fahrzeuges ist halt quasi die Frequenz, wo das Fahrzeug an sich selbst mitresoniert und somit auch eine gewisse Erhöhung des Schalldruckpegels erzeugt. Wenn man jetzt beigehen würde, was in Wettkämpfen gerne benutzt wird, und nimmt ein Bassreflexgehäuse und stimmt das genau auf diese Fahrzeugresonanz ab, dann hat man eine doppelte Erhöhung. Erstens resoniert das Gehäuse bei der Frequenz und zweitens das Auto. Das heißt, dieser eine Frequenzton ist dann extrem laut. Alles drumherum spielt man höheren Bass oder niedrigeren Bass,
wird es halt sehr schnell deutlich leiser. Das ist für Wettkämpfe natürlich gewollt. Für Musik ist das halt ein bisschen kacke, weil klingt halt komisch. Wenn man jetzt beigeht und baut die Abstimmung des Gehäuses so, dass die halt weit weg ist von der Fahrzeugresonanz, dann kann man diese beiden Spitzen der Abstimmung quasi dafür benutzen, um eine gewisse Linearität in den Frequenzverlauf reinzubringen. Wenn man das Ganze dann auch noch in einem Sixth-Order-Bandpassgehäuse baut, das heißt, man hat zwei Abstimmungen, eine tiefe und eine hohe, und stellt die genau zwischen die von der Fahrzeugresonanz und dem Druckkammereffekt, dann kann man einen sehr linearen Frequenzverlauf erzeugen. Das ist, was dann die Musikalität des Gehäuses angeht, sehr gut. Das ist das, was wir bei diesem Gehäuse hier zum Beispiel auch erzielen wollen, dass das sehr linear spielt und untenrum auch immer noch sehr viel Wind erzeugen kann für einen 15er. Soweit erstmal ganz grob die Theorie. Wenn da noch Fragen bestehen, haut's mal in die Kommentare, dann kann ich da nochmal ein separates Video von machen. Es gibt natürlich nicht nur ein Six-Order-Bandpassgehäuse und ein Bass-Reflex-Gehäuse, es gibt unterschiedliche Gehäusearten, aber da möchte ich jetzt erstmal nicht so in die Thematik reingehen, weil wir sind ja hier, um das Gehäuse zu bauen. Ich bin mit diesem Projekt dann zu meinem guten Kumpel Julian gegangen, J-Bass Design. Empfehlungen gehen raus. Der eine oder andere von euch kennt ihn bestimmt schon. Ich hau den auch mal in die Videobeschreibung. Wenn es um Gehäuseberechnung geht, lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass er der richtige Mensch dafür ist. Also ich habe ihm die Maße von dem Kofferraum gegeben, die maximalen Maße, die ich zur Verfügung habe. Habe gesagt, was ich erreichen möchte, wo meine Abstimmfrequenzen unbedingt ungefähr liegen sollen und welche Woofer verbaut werden. Das ist halt sehr wichtig, weil die TSP, die Tiny Small Parameter von diesen Woofern, die braucht er, um die Gehäuseberechnung zu machen. Und dann bekommt man so einen Batzen Papier von ihm. Damit bin ich dann einfach hingegangen und habe mit dieser Liste einen Zuschneider aufgesucht. Beziehungsweise hier bei uns ist ein Holzgroßhandel mit einem Winkel dran, weil wir mit der Schräge der Rückbank arbeiten. Dann vor Ort direkt beschriftet, was wohin gehört, und habe diese Platten hier auf dem Tisch ausgelegt. Die Maße habe ich alle überprüft, um mal sicher zu gehen, dass ich da jetzt keinen großartigen zusätzlichen Verschnitt verursache, und habe, wie man hier sieht, als allererstes die Schallwand aufgedoppelt. Das hat einfach den Grund, weil da der Woofer drin hängt und das muss möglichst stabil sein. Mats hat mir bei dem ganzen Gehäusebau geholfen. Das ist zu zweit immer deutlich einfacher, als wenn man das alleine macht. Dann sind wir als erstes beigegangen und haben bei den ganzen Ports die Aufdopplung draufgeschraubt und alles rund geschliffen und die ganzen Schrägen da dran gesägt, damit wir die ganzen Platten in den Sollmaßen und den Winkeln alles so fertig haben und das anschließend nur noch zusammenschrauben müssen. Wichtig hierbei ist, dass entweder Holzleim oder Sikaflex benutzt wird, damit halt keine Luft entweichen kann. Die Rundungen sind halt sehr wichtig, damit an diesen Ecken, wo die Luft dran vorbeifliegt, keine Windgeräusche entstehen. Optimal wäre, wenn man da einfach mit einem großen Fräser, mit der Oberfräse, die ganzen Rundungen dran macht und das anschließend einfach nochmal ein bisschen glatt schleift und anschließend versiegelt. Das ist jetzt hier bei dem Gehäuse nicht gemacht, weil das erst die erste Ausbaustufe ist. Wir haben ja noch Luft nach oben, das heißt, wir werden das Gehäuse wahrscheinlich in näherer Zukunft nochmal wieder aufmachen und von innen komplett lackieren, damit die Oberflächen des Holzes versiegelt sind. Wenn man jetzt beigegangen ist und hat alle Rundungen dran gemacht, alle Portstreben, alles abgerundet und schön geschliffen und die Maße überprüft und die doppelte Schallwand schon zusammengeklebt, dann kann man langsam anfangen und das Gehäuse zusammenzubauen. Hierbei ist natürlich sehr wichtig, dass die Maße eingehalten werden, vor allen Dingen von den Schachtports, weil die ausschlaggebend dafür sind, wie das Gehäuse später spielt. Deswegen sind auch die Streben da drin, wie man auf der Zeichnung sehen kann.
Hier zum Beispiel. Das hier sind also, die Rückwand fehlt hier gerade. Aber hier kann man sehen, dass da die beiden Streben dran sind, um da halt eine definitive Parallelität des Schachtes zu gewährleisten. Wichtig dabei ist halt, dass das halt wirklich eingehalten wird. Weicht man da jetzt mehr oder weniger von ab, passt das mit der Abstimmung halt nicht. Und dann kann das halt sein, dass das Gehäuse, so wie es berechnet ist, halt nicht so gut spielt. Diese Gehäusebauart ist ein wenig komplexer wie halt ein stinknormales Bassreflexgehäuse, hat aber, wie erwähnt, halt den riesen Vorteil, dass wir mit den Abstimmungen zweimal spielen können und dadurch halt diese Linearität im Frequenzverlauf herstellen können. Das Gehäuse ist jetzt soweit fertig. Die ganzen Platten haben wir mit Holzleim zusätzlich noch verklebt. Überall genug Schrauben reingeballert, weil dieser 15er, der da reinkommt, der ist auch kein Einsteigermodell mehr. Das soll ja nicht auseinanderfallen. Schlimm wäre es, wenn das Gehäuse irgendwo pfeifen würde. Also das muss luftdicht sein. Und das kann man halt nur gewährleisten, wenn man die Platten sehr genau zuschneidet und das verleimt. Alternativ kann man halt auch Sikaflex nehmen. Das ist halt eine dauerelastische Verbindung. Das ist noch ein bisschen besser. An den harten, an den stark beanspruchten Stellen mache ich das in der Regel auch. Der Woofer hängt hier jetzt schon drin. Das Gute ist, er hat eine Gummisicke direkt mit drauf. Das heißt, wenn man den jetzt vernünftig verschraubt, dann ist der Woofer auch an sich schon abgedichtet. Die Kabel habe ich hinten zusammengeführt und an einer geeigneten Stelle aus dem Gehäuse rauskommen lassen. Ganz wichtig hierbei ist, wenn wir jetzt die letzte Holzplatte hier drauf machen, dass wir die auch abgedichtet bekommen. Da diese aber abnehmbar bleiben muss, falls man irgendwann mal an den Woofer rankommt oder das wieder auseinanderbauen möchte zum Lackieren und ähnliches, muss man es halt irgendwie abdichten. Und hier habe ich jetzt so ein Dichtband genommen. Man kann da unterschiedliche Dichtbänder nehmen. Das hier habe ich noch über. Das klebt halt wie Sau. Ist dann anschließend ein bisschen schwierig, die Platte wieder runterzubekommen. Aber mir ist es halt viel wichtiger, dass die Platte definitiv luftdicht ist. Und das muss man halt überall machen. Auch hier unten beim Port. Das muss bis ganz nach unten. Muss das alles komplett luftdicht sein. Das Gehäuse ist jetzt soweit fertig. Bis auf diese Wand hier. Der Woofer ist drin, ist angeschlossen. Ich habe die Polarität überprüft mit meinem 9 Volt Blockakku. Das habe ich im letzten Video ja auch schon erklärt. Und jetzt geht es halt dran, die letzte Platte dran zu machen, um das Gehäuse zu komplettieren. Wichtig beim Zusammenbau war halt, dass die ganzen Platten bündig zueinander sind, dass diese Maße von den Ports eingehalten werden und dass überall dieses Dichtband zwischen ist. Das ist auch überall so ein bisschen rausgequollen, das habe ich alles wieder zurückgeschnitten. Und das ist halt wirklich wichtig, damit das Gehäuse luftdicht ist. Diese hintere Platte ist immer ein bisschen länger für die Zuschnitte, damit man jetzt hier mit der Oberfräse oder mit der Stichsäge einmal dran lang schneiden kann, anschließend glatt schleifen, damit das alles schön bündig ist. Dann gehe ich anschließend nochmal bei mit einem Exzenterschleifer und mache alle Ecken hier rund. Und alles, was so ein bisschen übersteht, mache ich schön glatt, damit man sich dann nirgends so Splitter in die Finger ballert. Und dann ist das Gehäuse an sich fertig. Ich wollte euch in diesem Video jetzt einfach bloß mal zeigen, wie es eigentlich am sinnvollsten ist, so ein Six-Order-Bandpass-Gehäuse zu bauen und mal einfach mit auf die Reise zu nehmen, was das alles so bedeutet und wie das alles grob funktioniert. Wenn ihr sehen wollt, wie dieser Kollege hier da in das Auto reingeht und mit was für Equipment wir hier überhaupt rumhantieren, dann schaltet gerne beim nächsten Video ein, weil das erkläre ich im nächsten Video, ansonsten wird dieses Video zu lang. Da geht es nämlich auch um den Aufbau von Multizell-Akkus. Da wird tatsächlich eine kleine Bank Lithium-Titanat-Zellen verbaut.
Und das ist halt ein bisschen komplexer, das würde ich dann auch wohl gerne erklären. Aber das alles im nächsten Video. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein bisschen beibringen oder ein bisschen näher bringen, was das Hobby K-Hifi zu bedeuten hat und wie komplex das Ganze dann tatsächlich ist. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein Stück mitnehmen in meinem Hobby. Wie gesagt, die Fortsetzung kommt im nächsten Video. Und bis dahin, bleibt geschmeidig.